Willkommen zurück bei Black Mirror 2. So, ich muss mal eben noch mal kurz anders hinsetzen. Ich hab's in die Schultern heute. Oh. Furchtbar. Okay. Beweise für Fullers Machenschaften haben wir. Verstärker gegeben. Irgendjemand wird mir mehr zu dem Funkgerät sagen können. Und ich ahne auch schon, wer das sein könnte. Nämlich der liebe Eddie. Der kennt sich doch ein bisschen mit sowas aus, oder? Wenigstens gleicht sich das Wetter jetzt langsam schon mal so Black Mirror 1 an. Hat es ja auch schon nicht geregnet. Eddie? Da wäre noch was. Nicht herumstottern, was willst du? Die Polizei sucht einen Mann namens Reginald Boris. Er hat sich gestern in einer Seitengasse neben Ihrem Laden versteckt. Haben Sie davon etwas mitbekommen? Wenn ich so einen Strolch bemerkt hätte, hätte er etwas zu hören bekommen. Das glaube ich. Funkgerät. Sie sind doch Experte für Funkgeräte, oder? Könnten Sie mir sagen, was das hier ist? Wer zum Teufel? Darren! Können Sie mir helfen oder nicht? Es ist wichtig. Hm. Das ist ein einfacher Funksender. Ziemlich billig. Schrott aus Asien. Ich habe das Ding in einem Lüftungsschacht im Hotelzimmer einer jungen Dame gefunden. Welche Reichweite hat denn so ein Teil? Nicht weit. Wenn es in einem Raum benutzt wird, ein paar Meilen bestenfalls. Und wo der Empfänger ist, kann man nicht herausfinden, oder? Das hilft mir alles nicht weiter. Verdammt. Ich kenne eigentlich alle Funker in der Gegend hier. Und keiner von denen würde so ein Ding im Zimmer einer Dame verstecken. Aber? Aber ich habe gestern Abend einen seltsamen Morsespruch abgefangen. Langwelle, kurz nach 1800. Jemand Neues. Er hat etwas von einem Mädchen berichtet, das jetzt in Sicherheit wäre. Und er hat angekündigt, dass er sich heute um 1800 erneut melden würde. Das könnte Reginald Boris gewesen sein. Ein Ausländer? Ja. Und außerdem vielleicht der Mörder vom alten Fuller. Und jemand, der einer Unschuldigen den Mord in die Schuhe schieben will. Und du willst das verhindern? Vielleicht steckt doch ein Funken Anstand in dir. Können wir Reginald aufspüren, wenn er um 1800 wieder funkt? Natürlich. Mit Richtantennen. Ich habe eine hier. Eine zweite müssen wir bauen. Dann peilen wir den Genossen von zwei Punkten aus an und bang, haben wir ihn. Was brauchen Sie dazu? Lass mich überlegen. Ein Radio habe ich hier. Das können wir benutzen. Dann brauche ich noch ein Metallrohr. Kupferdraht, mindestens einen Meter. Und du brauchst Kopfhörer und einen Kompass, um genau peilen zu können. Bring mir die Sachen her und ich baue den Peilempfänger. Beeilung! Es ist nicht mehr viel Zeit bis 1800. Wegen 1800, das ist 6 Uhr abends, oder? Oh mein Gott. Okay, wenn ich die besorgen kann, können wir Jim für seinen Funkspruch heute Abend anpeilen. Ich soll besorgen eine Metallstange, ein Kupferdraht, Kopfhörer und einen Kompass. Wir haben fast... wir haben nichts davon. Die Metallstange könnte ich von meiner Konstruktion hier doch eventuell wieder abmachen, oder? Genau, das wollte ich. Die Metallstange kann ich ja jetzt wieder mitnehmen. Die dürfte genau richtig sein für den Peilsender. Aber wo kriege ich jetzt einen Kompass und Kupferdraht her? Kopfhörer. Gucken wir mal bei ihr rein. Vielleicht hat sie ja irgendwas, was man kaufen kann. Gebrauchen kann. Flaggen. Steuerrad. Eine Uhr. Also ist aber kein Kompass. Uhr muss kaputt sein. In Wirklichkeit ist es schon 5 vor 12. Anzeigen, Blanko-Abholscheine, Flaggen. Nee, kann ich jetzt so nichts mit anfangen. Rettung.
Erweckungsring wird mir wahrscheinlich auch nicht helfen. Was gibt's denn beim Arm so zu holen? Wahrscheinlich nichts. Schränkchen. Telefon. Ich muss gerade nicht telefonieren. Also schön. Ich brauche den Kompass. Da kann ich keine Rücksicht auf das Fernrohr nehmen. Okay. Hier ist soweit sonst nichts. Überschlag dich bloß nicht dabei, da rauszugehen. Nichts Interessantes zu sehen. Alles blitzblank. Okay, ich sollte von der Mülltonne ein Foto machen können. Es hat mich auch irritiert. Aber es soll funktionieren. Das geht offensichtlich auch. Metallschild, Speisekarte. Nein, ich will nicht. Achso, soll ich nochmal Brot mitnehmen? Kann ich nochmal Brot mitnehmen? Ich nehme mir etwas Brot mit. Mrs. Biber wird wohl nichts dagegen haben. Wer weiß, wofür das Brot nochmal nützlich sein könnte. Aber ansonsten scheint hier auch nichts zu sein. Jetzt auch echt überhaupt nichts, wo man die Sachen finden kann. Kopfhörer. Hier schon mal nicht. Das ist schon mal fast beruhigend. Da gehe ich garantiert nicht mehr. Hier nehme ich. Können wir mit dir reden? Ich will sie gerade nicht von ihrer Arbeit abhalten. Okay, dann nicht. Draht. Ich komme ja. Komme ich bei Fuller dann noch rein? Trotz, vielleicht kann man da ja noch irgendwas machen. Komme ich hier unten noch runter? Warum haben die Polizisten das nicht weggemacht? Wahrscheinlich, weil ich hier noch was zu tun habe. Wenn ich das echt immer noch total eklig finde. Nicht genug, dass Fuller seine Opfer betäubt hat. Er hat sie auch noch gefesselt und vermutlich sein perverses Vergnügen daraus gezogen, dass sie ihm ausgeliefert waren. Ja. Das hat SM so an sich. Boah, Gänsehaut. Entschuldigung. Der ich nochmal reinlaufen musste, ich kann es auch nicht verstehen. Ist Postkarten, Scheinwerfer? Die Polizei scheint das Licht angelassen zu haben. Oder Fuller hatte gestern noch ein Fotoshooting und die Polizei wollte nichts verändern. Okay, aber offensichtlich kann ich hier nochmal reingehen.
Nur so aus Neugierde. Ich gehe überall nur aus Neugierde rein. Das ist noch die Tür. Ha, halt, nee, warte. Ich will auch noch mal eben hier. Ist hier irgendwas? Kühlschrank. Nein. Im Tresor ist nichts mehr von Interesse für mich. Fullers altmodisches Telefon. Nix. Zu doof. Kriegt denn den ganzen Scheiß jetzt her? Eine zeitlos schlichte 80 Watt Birne an einem Kabel. Ein Klassiker. Ich fass doch keine eingeschaltete Glühbirne an. Die ist bestimmt heiß. Ich fass das Ding nicht mehr an, wenn ich nicht unbedingt muss. Ich will mein Glück nicht überstrapazieren. Ich lasse sie hier stehen, falls der Strom noch einmal ausfällt. Der Sicherungskasten macht den Eindruck, als dürfte das nur eine Frage der Zeit sein. Ja, aber da sind Kabel. Ein Kabel. Darren. Kupferdrähte. Was weiß ich. Dahinter ist das Büro dieses selbstgefälligen, verblendeten Inspektors. Ob er wirklich glaubt, Angelina hätte diesen fetten Sack umgebracht? Das weiß ich nicht, aber die beiden werden uns bestimmt nicht dabei helfen, irgendwas zu finden. Also, wollte ich hier? Jetzt muss Fullers Mutter ihren Köter wohl allein spazieren führen. Frechheit. Da wollte ich doch überhaupt gar nicht hin. Ich wollte hier hin. Lichterkette. Lichterkette? Also schön. Es geht nicht anders. Ich brauche das Kupferkabel. Nachdem wir da eigentlich schon einmal geklaut haben, tun wir es einfach nochmal. Fällt dir auch nicht weiter auf. Ach, hier sind Kopfhörer. Ich wusste, dass die hier irgendwo waren. Ich leihe sie mir nur aus. So, ich glaube, jetzt habe ich alles. Jetzt kann ich zurück zu Ellie. Hey, Ellie. Alte Socke. Und, hast du alles? Nein, noch nicht. Na los, Metallrohr, blanker Kupferdraht, Kopfhörer und Kompass. Nicht mehr viel Zeit bis 1800. Ich habe hier ein Kabel. Geht das auch? Statt Kupferdraht. Nein, da musst du die Ummantelung abmachen. Okay. Ich schneide die Plastikummantelung ein und ziehe sie vorsichtig ab. Und schon habe ich einen schönen Kupferdraht. Das hast du fein gemacht, mein kleiner Darren. Hier sind alle Sachen für den Peilempfänger. Sehr gut, ich baue ihn gleich zusammen. Aber erstmal die Theorie. Du nimmst den Empfänger und gehst runter zur Küste, ungefähr zum Hotel. Dort schaltest du das Radio ein. Ich stelle dir alles ein, funde da ja jetzt nicht dran rum. Dann drehst du die Antenne langsam und hörst, wo die Morsesignale am lautesten sind.
Schau dann auf den Kompass und schreib die Gradzahl auf. In Ordnung. Ich mache dasselbe hier mit meinem Empfänger. Dann tragen wir die Peilungen hier in dieser Karte ein. Dort, wo sich die Linien kreuzen, sitzt der Sender. Alles klar? Jawohl, Sir. Gut, jetzt lass mich mal machen. Der ist blind. So, dann schauen wir mal. Der ist blind. Wie kann der auf irgendwelchen Kompassen irgendwas sehen? Das hätten wir. Zurück zum Trödelladen. Und? Hast du eine Peilung? Jawohl, Sir. Peilung bei 73 Grad. Sehr gut. Meine Peilung ist 90 Grad. Los, zeichne die Peilungen ein. Wie kann er das sehen? Er ist doch blind. Mal sehen. Ihr Laden ist hier. Und Sie hatten eine Peilung von 90 Grad. Ich war ungefähr hier. Und meine Peilung war... Dieser verdammte... Natürlich! Was ist? Ein Boot! Dieser Hundesohn hat ein Boot! Deswegen kennt ihn hier niemand und die Polizei hat ihn nicht gefunden. Die Linien kreuzen sich einige hundert Meter vor der Küste. Etwa 2 Meilen in östlicher Richtung. Gute Arbeit. Du brauchst ein Boot. Ich habe bei einem der Hummerfischer noch einen gut. Du kannst seins benutzen. Und was soll ich damit? Rausfahren, natürlich. Und mir mit Reginald Boris einen Kampf auf seinem Schiff liefern? Hast du die Nachricht nicht gehört? Er will heute Abend noch mal in die Stadt kommen und nach dir Ausschau halten. Das hat er gefunkt? Das, muss mir entgangen sein. Na los! Es gibt nicht viele Gelegenheiten, ein Held zu sein. Vor allem traue ich der Polizei nicht. Ich werde die Beweise für Angelinas Unschuld selber besorgen und dieses Mal wird alles hieb- und stichfest sein. Okay. Ein ziemlich schwer aussehendes Holzpaddel. Wozu braucht man denn sowas auf einem Segelboot? Ich lasse es lieber liegen. Das ist mir deutlich zu unhandlich. Falls man mal irgendwie... Ich kenne mich mit Segelbooten nicht aus, aber dieses Ding nennt man, glaube ich, Querbaum. Das ist das Ding, das unachtsame Leute an den Kopf bekommen und dann über Bord gehen. Ich kenne mich mit Segelbooten nicht aus. Okay, das, Rettungswesten, Rettungsring, ein paar Seile, eine Boje und ein Kanister Benzin. Nichts, was ich zurzeit gebrauchen kann. Bild. Alt, die Lampe? Sicher, die Lampe ist an der Decke festgeschraubt. Würde sie einfach irgendwo rumstehen, könnte sie bei schwerem Wellengang umgeworfen werden. Ein gerahmtes Blatt Büttenpapier. Es ist in kaum lesbarer Schrift beschrieben und da sind wild irgendwelche Striche über das Bild gemalt. Unten steht der Weg ins Eldorado. War das nicht in Südamerika? Das sind Fotos von mir. Alle von gestern, wie ich durch die Stadt gehe. Hier komme ich aus dem Shop. Hier gehe ich zum Hotel. Und hier? Hier sitze ich mit Angelina im Diner. Das Bild wurde durch die Scheibe aufgenommen. Dieser Reginald muss die ganze Zeit auf der Lauer gelegen haben. Ich stecke sie ein, auch wenn sie mir vermutlich nicht weiterhelfen werden. Ich bin gerade eine Mappe aus Karton.
Sie sieht noch recht neu aus. A. Punkt steht da drauf. Vorne in der Mappe liegt eine kleine durchsichtige Folie mit Strichen. Seltsam. Ich nehme sie mit. Was haben wir noch? Fotos von Angelina. Einige sind deutlich älteren Ursprungs. Auf diesem hier kann sie höchstens 13, 14 Jahre alt sein. Und hier ist sie als Kind. Mhm. Eine Notiz. New York, Boston. Vielleicht ist das ihre Reiseroute. Das beweist, dass Boris schon länger hinter ihr her ist. Ich stecke die Mappe ein. Mir gefällt das alles nicht. Der Schrank sieht aus, als bestünde er aus Wurzelholz. Dürfte sich aber nur um eine dünne Verkleidung handeln. Alles andere wäre zu schwer und zu teuer. Einige Seekarten, Werkzeug, Schrauben und ein Messgerät und... Aha, ein Schlüssel. Moment, Telefon. Ja, so. Mein Auto hat jetzt Winterreifen. Finde ich gut. Freut mal mich sehen. Wow. Das ist das Neueste vom Neuen. Was haben wir hier? Ein Ordner namens Willow Creek. Das gibt's doch nicht. Warum zum Teufel hat Reginald Boris Bilder von einem Ort auf seinem Computer, aus dem meine Mutter regelmäßig Geld erhält? Irgendetwas sehr Seltsames geht hier vor. Ich nehme ihn nachher mit. Aber erst einmal brauche ich weitere Hinweise, was hier eigentlich gespielt wird. Was verbindet Boris mit diesem Willow Creek? Und was hat meine Mutter damit zu tun? Du sollst dir den Sitz angucken, mein Junge. Ein aufklappbarer Sitz mit Schloss. Das Schloss dürfte zwar nicht außergewöhnlich stark sein, aber ein Problem ist es trotzdem. Ohne den Schlüssel komme ich hier nicht weiter. Aber wir haben noch einen Schlüssel, mein Junge. Wir haben einen. Mein Schnuckiputzi. Aha. Das dürfte der Stromgenerator des Schiffes sein. Ich schätze, normalerweise werden die Batterien an Bord einfach per Kabel im Hafen aufgeladen. Vermutlich ist der Generator nur für Notfälle gedacht. Besser nicht jetzt. Okay, sonst kann ich da nichts mitnehmen. Nee, schade. Hätte sein können. Das Bild zeigt ein großes Segelschiff bei stürmischem Seegang. Seefahrerromantik. Da sind Scharniere an einer Seite des Rahmens. Ein Tresor. Hoffentlich mit einigen Antworten. Hier ist eine Windrose, die man drehen kann. Ich schätze, das Prinzip ist dasselbe wie bei Fullers Tresor. Nur leider habe ich diesmal kein Stethoskop dabei, um die Mechanik zu hören. Okay, kann ich eigentlich irgendwie weiter? Ach so, okay. Kann ich nochmal von vorne? Nordwesten, Nordosten. Aber wenn ich da absolut nichts hören kann, wie soll ich das denn dann machen? Nichts. Auf dem Bild was? Ein gerahmtes Blatt Büttenpapier. Es ist in kaum lesbarer Schrift. Unten steht der Weg ins... Moment. Das könnte passen. Mal sehen.
Brauche ich schon wieder? Achso, ich kann das auch drehen. Okay. Die Folie passt perfekt. Sie zeigt einen Weg um die Südspitze von Afrika. Die Reiseroute ist Südwest, Süd, Südost, Ost, Nordost und Nordwest. Was war das jetzt nochmal von vorne? Das Bild muss zusammen mit der Folie die Lösung für den Safe liefern. Die Route ist Südwest, Süd, Südost, Ost, Nordost und Nordwest. Okay. Südwest. Süd. Südost. Also Southeast, ja, Moment. East. Northeast. Northwest. Das war die richtige Kombination. Juhu. Siegerring? Ein Ring mit einem auffälligen Symbol drauf. Sieht irgendwie keltisch aus. Ein Baum oder sowas. Das hilft mir aber nicht weiter. Eine 3,5-Zoll-Diskette. Beschriftet ist sie mit Biddeford und dem Datum von heute. Das sieht schon eher nach einem Hinweis aus. Ich sollte mir den Inhalt gleich hier ansehen. Wenn die Diskette keine entscheidenden Informationen enthält, muss ich halt weitersuchen. Aber so oder so sollte ich mich beeilen. Ich weiß nicht, wie lange Boris an Land bleiben wird. Mehr ist nicht drin. Okay, Diskette. Laufwerk-Laptop. Warum nicht? Komm. Mist. Was ist denn jetzt los? Der Akku ist leer. Und auf dem Schiff ist kein Strom. Mal sehen, ob ich das ändern kann. Nur gut, dass wir das können. Aha, völlig trocken. Ich muss Sprit nachfüllen. Das heißt, Benzin war hier draußen? Hier war doch irgendwo... Ja, ein Benzinkanister. Ich will jetzt noch wissen, was da drauf ist. Verflixt noch eins. Man will bei dem Spiel echt wissen, wie es weitergeht. Das ist furchtbar. In Ordnung. Bereit für den nächsten Versuch. Sehr gut. Aber auch ziemlich laut. Hoffentlich hört niemand das Geräusch an Land. Vermutlich schon. Mal sehen, ob der Inhalt der Diskette ein wenig Licht ins Dunkel bringen kann. Krankenakte Mrs. Michaels? Was zum? Miss Rebecca Michaels. Verbrennungen zweiten und dritten Grades an Händen, Armen. Fraktur, angebrochene Halswirbel, bla bla bla. Aufgrund einer Sturzverletzung? Dieser Eintrag ist von 1973, kurz nach dem Autounfall. Oder besser, dem angeblichen Autounfall? Was will Reginald Boris mit der kranken Akte meiner Mutter? Kennt er sie aus ihrer Zeit in England? Ich werde mich später darum kümmern. Erst einmal geht es um Angelina. Angelina... Hey, Fullers Laden. Da steht jemand im Schatten. Es ist
Mr. Biber. Er muss etwas über die Erpressung erfahren haben und ist ausgerastet. Und da ist Angelina. Sie geht in den Laden. Das ist der Beweis. Fuller war schon tot, als Angelina am Laden angekommen ist. Boris hat beobachtet, wie Mr. Biber Fuller ermordete. Dann muss er erst Angelina und anschließend die Polizei gerufen haben. Aber wozu das Ganze? Warum hat er sie verhaften lassen? War sie ihm im Weg auf der Suche nach meiner Mutter? Oder mir? Ha! Guten Abend, Mr. Michaels. Sie! Bleiben Sie weg von mir! Das ist auf einem so kleinen Schiff schwer möglich. Meinen Sie nicht auch? Was wollen Sie von mir? Das ist alles recht kompliziert, glauben Sie mir. Aber wir werden genug Zeit haben, das alles zu klären. Wir beide werden eine kleine Reise machen. Das glaube ich kaum! Scheiße! Scheiße! Jetzt darf ich das alles nochmal machen, richtig? Moment, automatischer Speicherpunkt. Oh Gott sei Dank. Moment, kann ich hier speichern? Speichern? Ich kann hier speichern. Okay, wenn ich lange Zeit nichts mache. Okay. Gut. So macht man das. Es war wirklich mutig von dir, dich mit dem Kerl anzulegen. Naja, eigentlich hatte ich keine andere Wahl. Wenn du das sagst. Hauptsache, die Diskette war noch in Ordnung. Du hast mich damit gerettet. Ja. Nur schade, dass sie Boris nicht erwischt haben. Der wird schon wieder auftauchen. Ich hätte schneller zurückkommen müssen, aber mehr gab das Boot nicht her. Wir wissen immer noch nicht, was er eigentlich von uns wollte. Und wenn du jetzt alleine zurück nach England fliegst, wer soll dann auf dich aufpassen? Oh, es ist lieb, dass du dir Sorgen machst. Aber ich muss zurück. Und Boris scheint eher hinter dir und deiner Mutter her gewesen zu sein, oder? Mir wird schon nichts passieren. Ich wünschte trotzdem, du würdest hierbleiben. Oder ich könnte mitkommen. Das hatten wir doch schon. Du musst hier bei deiner Mutter bleiben, bis es ihr besser geht. Und in ein paar Wochen kommst du mich besuchen. Bis dahin weiß ich dann noch mehr über dieses geheimnisvolle Willow Creek. Was? Wie meinst du das? Ich werde Nachforschungen anstellen. Über Willow Creek, über Reginald Boris, über die Zeit, als deine Mutter auf diesem Schloss war. Das wirst du nicht. Bleib bloß weg da. Aber ich bin doch Historikerin. Es ist mein Leben, in der Vergangenheit zu wühlen. Mach dir keine Sorgen, Darren. Ich werde dich vermissen. Und außerdem weiß ich ja, wer mich retten könnte. Oh, wie süß. Darren? Mhm. Es kam gerade ein Anruf aus dem Krankenhaus. Du sollst sofort rübergehen. Meine Mom! So, und hier mache ich dir jetzt, glaube ich, tatsächlich Pause. Wir werden sehen. Was mit unserer Mama ist, nachdem wir schon mit Angelina rumgeknutscht haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!